Jetzt befinde ich mich auf dem Stand der Firma Technisat. Technisat, unseren Besuchern und Zuschauern bekannt als Hersteller natürlich auch von Sat-Receivern. Und solchen Sat-Receiver haben wir ja im Programm. Das ist diese Isio-Serie. Es gibt diese Serie einmal mit integrierter Festplatte. Das sind dann die Isio Digicorder. Und dann gibt es eben die Geräte auch ohne Festplatte, sodass man eine externe Platte anschließen kann. Wo viele doch nachgefragt haben, ist, was ist denn mit einer App? Also App haben wir ja nun auch immer wieder im Thema. Wie weit kann ich jetzt mit meinem iPhone oder mit meinem iPad das Gerät auch bedienen? Diese App ist endlich da. Sie ist von der Firma Technisat hier auf der IFA erstmalig vorgestellt worden. Und das Interessante ist eben, sie ist eben nachrüstbar, kostenlos nachrüstbar für die bereits vorhandenen Besitzer des Technisat. Ich habe diese App hier. Die App soll selber von der Veröffentlichung, andersrum, sie ist schon jetzt veröffentlicht worden. So muss es richtig sein. Aber die Software, die wir noch auf dem Isio benötigen, auf den Geräten hier, die soll jetzt im Laufe des Septembers auf den Markt kommen. Kostet dann auch nichts. Ist kostenlos für lau, für Nippes. Und dann kann ich eben diese beiden Geräte jetzt perfekt nutzen. Welchen Vorteil hat es? Ja, es gibt einige Funktionsvorteile. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier mal auf die Taste Fernbedienung drücke, ne, kann man sehen, die ganzen Fernbedienungsfunktionen habe ich hier nett zum Scrollen. Oder wenn ich beispielsweise jetzt ins Internet rein möchte, dann kann ich hier über die Taste www, ne, sieht man jetzt diese Meldung, ich gebe nochmal drauf, dann kann ich jetzt hier die Texte eingeben beispielsweise und kann dann hier dann beispielsweise direkt die Tastatur aufrufen. Das ist also eine ziemlich coole Geschichte. Was darüber hinaus auch gehen soll, ist, ich kann mein Handy in Verbindung mit dem Sat-Receiver bei Technisat registrieren. Das wird auch kostenlos sein. Das wird über eine E-Mail dann entsprechend durchgeführt. Und dann gibt es sogar die Möglichkeit von unterwegs, weil, ne, Beispiel von heute, heute Abend soll ein toller Film sein, habe ich gerade im Flieger gelesen. Ich kann den aber jetzt nicht mehr programmieren. Mit meinem Handy würde ich dann in Zukunft aber von hier aus diese Sendung bei meinem Gerät zu Hause im Wohnzimmer programmieren können. Voraussetzung ist aber nur einmalige Registrierung bei Technisat. Das macht man mit einer E-Mail-Adresse. Und Sendungen, die ich aufgenommen habe, kann ich mir dann auch mit der App dann in Zukunft anschauen. Das heißt also, eine Sendung, die auf der Festplatte angeschlossen ist, kann ich über das iPhone oder iPad dann wieder streamen. Es soll laut Technisat auch das Ganze für Android geben. Das soll im Laufe des Herbst stattfinden. Und da muss ich sagen, ist das eine ziemlich runde Geschichte.